In diesem Video erkläre ich dir, wie du dein Fazua Antriebssystem mit der neuen Motorsoftware updaten kannst. Diese Software gibt es kostenlos auf fazua.com zum Download. Ganz wichtig ist, dass du immer dein Antriebssystem auf dem aktuellsten Stand hältst, um maximalen Fahrspaß zu garantieren. Das Update kannst du mit der Fazua Toolbox, das ist unsere Desktop-Software, auf dein DrivePack laden. Bereite dafür folgende Dinge vor. Dein DrivePack, deine Batterie, ein Torx 10 Schraubenzieher, ein Plastikhebel, um die USB-Cap abzuhebeln und ein Mini-USB-Kabel. Bereite als erstes deinen Computer vor, lade dir dazu die neueste Version der Fazua Toolbox sowie die aktuellste Motorsoftware auf deinen PC herunter. Diese steht auf fazua.com kostenfrei zur Verfügung. Als zweites bereiten wir jetzt das DrivePack vor. Schalte dazu die Batterie einmal an und schiebe sie in dein DrivePack. Entferne dann die zwei Schrauben an der USB-Kappe. Entferne die USB-Kappe mit einem weichen Kunststoffhebel, wie zum Beispiel einem kleinen Spachtel oder ein Gitarrenplektrum. Stecke dann das USB-Kabel ein. Öffne die Toolbox-Software mit Doppelklick und kontrolliere, ob dein DrivePack angeschlossen ist. Gehe nun auf Software Update, wähle die soeben heruntergeladene Motorsoftware aus und klicke auf Update. Der Motor kalibriert sich am Ende des Update-Vorgangs und kann sich bewegen. Es ist wichtig, dass du während dem Updaten dein DrivePack festhältst. Du kannst nun die Fahreigenschaften im Customizer noch an dich anpassen oder weitere Produktinformationen einsehen. Entferne das USB-Kabel aus dem DrivePack, setze die USB-Cap wieder auf, achte darauf, dass die Dichtung nicht gequetscht wird und ziehe dann die Torx-Schrauben ganz vorsichtig mit 1 bis 1,5 Newtonmeter an. Nicht zu stark, ansonsten kann das Material brechen. Und das war's auch schon. Viel Spaß beim Fahren.